Servus Leute, was geht? Hier ist Hallo TV und ich begrüße euch zu dem neuen Commentary von Call of Duty Modern Warfare 3. Ich spiele hier auf der Map Fallen mit meinem Clan-Member und YouTube-Partner, soll ich sagen, Ice Tüfi. Und ich spiele hier mit der SCAR-L mit Rückstoß und Grenade Launcher als Second-Waffe die MP9. Und dann habe ich noch als Perks Fingerfertigkeit, schnell zielen, ruhige Hand. Und vielleicht noch Abschlussserie habe ich Predator, den Heli und die A-130. Was gibt's zu sagen? Das Spiel habe ich heute Nachmittag mit Lukas gezockt. Und am Anfang habe ich mich echt aufgeregt, weil ich hier durch den Hardscoper Saddam gekillt wurde. Ansonsten ging es jetzt los mit dem ersten Kill. Und ja, also. Neue Projekte, es gibt auf Hallo TV wird es demnächst Amnesia rauskommen. Die normale Story von mir und Lukas kommentiert. Also, Let's Play, er gesagt, kommentiert. Ja, ich tippe ein bisschen mit dem GL rum, aber treffe irgendwie keinen. Und ist mir eigentlich auch egal. Ja, Brecher. Und ja! Also, Call of Duty, gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ich hasse dieses Spiel, ich werde es immer hassen, weil es einfach nur scheiße ist, aber ich spiele es, weil es Spaß macht. was gibt's? Genau, ich und Lukas haben uns jetzt Black Ops 2 vorbestellt. Also die PEGI-Version, das heißt Uncut. Wir werden gleich am ersten Tag mit Lukas Multiplayer-Let's Play hochladen. Ich werde dann am... Nach der Schule werde ich die Kampagne anfangen zu Let's Play. Und dann noch an dem gleichen Tag werden wir beide den Zombie-Modus aufnehmen. Und ich sag euch, ich freue mich riesig auf diesen Zombie-Mode. Weil er soll einfach nur geil sein. Ich habe jedes Let's Play angeguckt, jeden Trailer, alles nur von Call of Duty Black Ops 2. Weil ich einfach nur richtig Bock auf dieses Scheißspiel habe. Ich glaube, ich weiß nicht, viele sagen Black Ops 2 ist scheiße. Black Ops 2 ist einfach nur so eine Nachmache von Crysis, von was auch immer, ich weiß gar nicht mehr, von Halo auch noch. Und ich meine, Leute, ihr kennt das Spiel nicht. Wartet ab, bis das Spiel draußen ist, spielt eine Demo, zockt beim Freund oder kauft es euch und macht euch selbst eine Meinung drüber. Weil jetzt, finde ich, kann auch niemand von euch sagen, wie dieses Spiel wird. Ja. Hallo TV, wir haben neue Abonnenten bekommen, was ich sehr geil finde. Wir haben jetzt 23 Abonnenten und ich hoffe, es wird stetig anwachsen. Wir haben jetzt noch ein paar YouTube-Partner gefunden, beziehungsweise Freunde von mir. Wollen auch anfangen, in die Let's Player-Szene zu kommen und machen einen neuen Kanal auf, auch Let's Plays, Commentaries, was auch immer. Und wir werden dann ab und zu mal mit denen Let's Playen. DayZ-Parts. Wir werden auch jetzt demnächst DayZ-Parts hochladen noch. Beziehungsweise Lukas. Weil Lukas nimmt zurzeit die DayZ-Parts auf. Und ich nimm Operation Arrowhead, also Arma 2 Operation Arrowhead online auf. Ja, wie gesagt, dann werden wir auch noch Operation Arrowhead online spielen, weil es ist, ich muss sagen, es macht richtig Fun. Du kannst Panzer fahren. Die Maps sind mega riesig. Die sind viel größer als die von Battlefield 3. Und es macht einfach nur Spaß, wenn man zu zweit oder zu viert am besten in einem Squad spielt. Ja. Genau. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird, ob es... Keine Ahnung. Ich werde demnächst Battlefield 3 Parts hochladen. Und zwar von dem Multiplayer. Die Kampagne, ich weiß nicht. Werde ich mir überlegen, ob ich die Kampagne Let's Playen werde. Aber ich denke eher nicht, weil mir die Kampagne, um ehrlich zu sein, irgendwie keinen Fun gemacht hat. Ich weiß, da kann man Jet fliegen, beziehungsweise das Geschütz bedienen. Aber ich weiß nicht genau. Es macht mir nicht wirklich Fun, Battlefield 3, die Kampagne. Das Einzige, was einigermaßen gut ist, oder was einigermaßen geil ist, besser auf jeden Fall als was weiß ich für Spiele, macht Multiplayer Spaß. Und ich und Lukas haben auch uns vorgenommen, weil wir zocken gerade wieder Modern Warfare 1, weil wir einfach nur irgendwie abwarten müssen, dass Black Ops 2 rauskommt. Und deswegen werde ich, also aus meiner Sicht, werden wir
Ja, das war jetzt ein Fehler, sorry, das unterbreche ich, aber es war ein großer Fehler, dass ich darüber gehen wollte. Jedenfalls, wir werden Modern Warfare 1 hochladen, also Call of Duty 4, weil es einfach gerade richtig Fun macht. Der Multiplayer ist einfach nur noch so geil, der ist typisch Call of Duty, nicht so wie Modern Warfare 2 oder Modern Warfare 3. Es macht richtig Fun, den zu zocken. Ich meine, okay, das einzige Problem, was mich da nervt, sind echt die Helis, weil die Helis sind abnormal stark. Du kannst eigentlich fast nichts gegen diese Helis tun. Und in Modern Warfare 1 gibt es immer noch viele Hacker und das geht auch auf den Sack. Und wir werden auf einen, auch einen Server von Noob Server sozusagen zocken. Und zwar, es ist auch ein Zombie-Mod-Server, so ein Mod, also ein Mod für Modern Warfare 1. Und zwar Reign of the Undead heißt es, von Luke Service. Ich weiß nicht, könnt ihr mal reinschauen, es macht richtig Fun. Es ist zwar nicht Original Call of Duty, Original Call of Duty, ja, das war viel besser. Original Call of Duty, Zombie, aber egal, das macht nichts aus, es macht trotzdem Fun. Obwohl wir die Schreie vermissen von diesen geilen Zombies, weil die Schreie einfach nur richtig geil sind, finde ich. Lukas findet sie auch irgendwie geil. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen, ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall, dieser Sardan ging mir so auf den, sorry, auch so auf den Sack, weil er hat immer gekämpft mit Thermal oder was auch immer. Immer hat er mich weggeholt. Ich weiß keine Ahnung wie. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Genau. Der Eisdan hat jetzt neue Spiele sozusagen zum TS hinzugefügt, wie zum Beispiel League of Legends, was ich selbst eigentlich nicht zocke, aber ich überlege es mir die ganze Zeit runterzuladen und vielleicht mal ein Let's Play, also ein kurzes, wie ist das Spiel, also wie nennt man das, ich weiß nicht, Let's Test, genau, Let's Test League of Legends. Ich weiß, viele von euch zocken das und finden das geil, finden es scheiße, was auch immer. Also ich selbst habe eigentlich nur Gutes und nur Schlechtes drüber gehört, also es ist unentschieden zu sagen. Weil ich habe gehört, es gibt seit Jahren immer nur die gleiche Map. Und wenn du wirklich was erreichen willst, musst du Geld investieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich habe gehört, dass man wirklich, wenn man was machen will, Geld investieren muss. Und da habe ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Bock drauf. Weil ich habe nicht Bock für ein Online-Spiel auszugeben, dass ich vielleicht ein Monat, zwei Monate spielen werde. Weil, wie gesagt, ich habe den Rechts nicht gesehen. Jedenfalls, ich habe keinen Bock, keine Ahnung, wie viel Euro zu investieren. Ich habe schon sehr viel Geld in, vielleicht kennt ihr es, Last Chaos, habe ich investiert, nur um gut zu sein. War ich dann auch am Ende. Aber ja, was gibt's noch? Lukas. Ja, hallo TV, läuft gut, macht Spaß. Ich liebe den einfach nur. Sorry, es macht mir einfach so viel Spaß, für Hallo TV was zu machen. Wir werden jetzt demnächst vielleicht auch ein paar YouTube-Partner schießen. Und das ist richtig geil. Und wie ihr gesehen habt, der letzte Kill war das. Ich habe den letzten Kill gemacht. Das war ein richtig geiler Kill. Hier nochmal die Abschlusskamera. Im Spiel dachte ich schon, das ist Aimbot, aber ich habe gesehen, dass ich langsam aufgezoomt habe. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und die KD ist 21:10. Weiß nicht, ob es gut ist. Für mich reicht's. Passt. Und danke fürs Zuschauen, wie gesagt, und man sieht sich zum nächsten Commentary von mir und zum nächsten Let's Play. Haut rein, Leute. Tschüss.